Du, grüß dich. Ich Hallo Marie, ist so schön. hab eine Bitte. Ich weiß, du hast es bis zum schon alles bestimmt mitgekriegt und auch schon geschrieben und aber im Moment habe ich halt jetzt das Problem. Ich habe begriffen, dass ich Geistwesen, dass ich Geistesfunke bin, Kind Gottes, ja? Und nicht die Persona Heidemarie. Ich darf oder muss aber doch diese Persona auch leben, das materiell Das weltliche und darfst du, genauso ist es. die Persona soll sich, also ich soll mich akzeptieren und lieben, genauso wie ich bin. Richtig, Und alles. nichts daran verändern wollen. Richtig, und dann Weil wird Gott es mich gehen. so erschaffen hat. Ganz schnell, ich bin gleich fertig. Wenn ich das nicht liebe und akzeptiere, bin ich also gegen Gott. Oder gegen seine Schöpfung oder. Selber, dann machst du dir ein Problem. Ja, das weiß ich, das spüre ich ja. Deswegen habe ich ja jetzt diese Geschichte. Wenn ich aber. Warte mal, was habe ich? Wenn ich aber zum Beispiel nicht verzeihen kann oder mich selber. Oh, pass auf, Heile Marie, großes Problem. Ja. Es ist immer wieder dasselbe. Du musst absolut präsent im Jetzt beobachten, was in dir abläuft. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wenn ich nicht verzeihen kann, reden wir von zwei verschiedenen Dingen. Wir reden einmal von dem Gotteskind, das zurzeit die Rolle von der Heile Marie spielt, dass die Heidemarie beobachtet und den Charakter durchschauen soll, und wir reden von der Heidemarie, die beobachtet wird. Wenn du jetzt sagst, wenn ich nicht verzeihen kann, ist dieses Ich die Heidemarie. Ja, das habe ich verstanden. Richtig, aber verzeihen tut der Geist, der die Heidemarie jetzt träumt. Ja. Das heißt, du musst der Heidemarie verzeihen, dass sie nicht verzeihen kann, weil die Heidemarie bloß eine Figur in deinem Traum ist. Und nochmal, eine Figur in einem Traum kann sich nicht raussuchen, dass es so geträumt hat. Der träumende Geist wiederum kann sich nicht raussuchen, dass er das träumt. Und du wirst feststellen, dass das, was du bist, Heidemarie, ich nenne jetzt das Heidemarie, aber das ist eigentlich schon wieder ein Symbol, Ja, weil, ja. pass auf, ich rede jetzt mal wieder mit dem Geist, der mir zuhört, mit dem Geistesfunken, mit dem Gotteskind. Ja, gut. Und zu dir sage ich jetzt, zu dir Geist, sage ich, das, was du bist, kannst du nicht sein. Du kannst es aber auch nicht nicht sein. Was meine ich damit? Ein Geist ist etwas, was man nicht denken kann. Okay? Ja. Weil egal, der Geist ist immer im Meer. El Hayom ist Gott. Er ist ewig. Pass auf, wenn wir das Wort ewig einmal aufrechnen, ich erkläre dir das kurz. Wir machen das nur rot. Rot heißt, das ist ein Symbol. E steht für Energie. Das W steht für was doppelt aufgespanntes. Das ist eine Gedankenwelle. I steht wieder für Gott. Die Energie eines doppelt aufgespannten Gottes, okay, Ja. ist Geist. E-W-I-G. Die Energie eines doppelt aufgespannten Gottes ist Geist. Und der ist immer. Und jetzt ist es ganz interessant, dass die Frage, wo ich immer sage, an was denkst du Geist, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, das bist nicht du, das ist eine Gedankenwelle, die in dir auftaucht, aus dir auftaucht. Warte mal einen kleinen Moment. Oh, haben wir die beim Frühstücken gestört? Tut mir leid. Und sobald du irgendan was anders denkst, bist du doch immer noch derselbe Geist, der seine ständig wechselnden Informationen anschaut. Ja. Was jetzt der Trick ist, das, was ewig ist, kann nicht gedacht werden, weil alles, was du denkst, alles, was von dir wahrgenommen wird, das mag vielleicht bloß ein Geruch sein, ein Hauch sein, ein Schmerz sein, egal was es ist, existiert bloß immer in dem Moment, wo es da ist. Ja, das habe ich Das, was verstanden. ewig ist, ist etwas, was nicht gedacht werden kann. Du bist Geist. Jetzt, sobald ich an Geist rede, der Geist, egal, wenn das ist jetzt ein Geräusch, wie können wir das hinschreiben, an was denkst du bei dem Wort Geist? Du kannst das Geräusch aussprechen, du kannst das Wort hinschreiben, das ist aber nicht der Geist, der sich ausdrückt. Und das Verrückte ist, da du etwas bist, was du nicht denken kannst, bist du ewig. Du bist unsterblich, nichts kann nicht vernichtet werden. Jetzt hör auf den Satz nochmal. Das, was du bist, kannst du nicht sein, weil nichts kann man nicht sein. Außer wir machen den Trick, dass man das Sein rot schreibt.
dann wird es zu was existieren. Das blaue Sein ist was Existierendes. Existere heißt ja heraustreten aus, etwas auftauchen. Und das rot geschriebene Sein symbolisiert jetzt praktisch hier etwas, was nicht gedacht werden kann. Und wenn ich jetzt sage, du kannst es aber auch nicht sein, weil du bist es doch. Du bist auch das Geschwätz, pass auf, dir sollte klar sein, und jetzt gehen wir mal in die normale Logik der Heidemarie reinschauen. Okay? Ja. Da ist es ja so, hier ist mittlerweile klar, dass ein Körper nicht überlebt. Der ändert sich ja schon im Laufe des Lebens, ist es ja schon die ganze Zeit so gewesen, dass du eigentlich ständig deinen Körper verändert hast. Ja, du zu sein geglaubt hast. Das ist natürlich, jetzt denkt man schon wieder eine Vergangenheit, das kann immer nur hier und jetzt eine Information sein. Es war in der Vergangenheit nie was. Vergangenheit ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Egal, was du zu sehen bekommst, es muss hier und jetzt deine Information sein, inmitten dieses symbolischen Kopfes, darum beginnt die Bibel mit Berosche, inmitten dieses Kopfes. Das, was auch im Anfang heißt, da beginnt alles, das ist der Anfang von allem. Ich sage zum Beispiel immer gern das Wort Scheiße. Da regen sich viele auf. Englisch heißt es ja shit. She ist ein Geschenk, eine geschenkte Erscheinung. Darum sage ich, es ist alles Scheiße. Wir können dieses Beroshit, Barashit, das Erschaffen von Shit, das Erschaffen von geschenkten Erscheinungen, die aus dir auftauchen. Jetzt sind dann manche, wenn wir jetzt reine Materialisten uns ausdenken, die glauben ja, übrigens, weil wir das uns denken, dass die das glauben, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Das ist schon immer so eine Sache mit Tod. Was ist Tod? Tod heißt so viele auf Lateinisch. Dann gibt es diese kleine Trugschluss. Ja, das weiß ja jedes Kind, dass der Körper nicht überlebt, aber die Seele überlebt. Ich sage jetzt, eine Seele, die du dir ausdenkst, überlebt auch nicht, weil eine ausgedachte Seele auch was Ausgedachtes ist, das doch im Meer nur dann existiert, wenn die Seele, der Gedanke an eine Seele auftaucht. Es überlebt nicht einmal Gott, wenn du dir Gott ausdenkst. Verstehst du, was ich meine? Weil selbst, wenn du an Gott denkst, dieser Gott, den du dir ausdenkst, das ist ein Geschöpf von dir, das ist ein Gedanke, den du denkst, der doch nur dann existiert, wenn du ihn denkst. Ja, du bist Gott. Das, was ewig ist, muss etwas sein, was nicht in Erscheinung treten kann. Weil alles, was in Erscheinung tritt, ist zwangsläufig ein Gedanke von dem, der ewig ist. Das ist ein komisches Gefühl, ich weiß das, aber dir wird jetzt immer mehr bewusst, dass du was ganz was anderes bist, wie du ein Leben lang zu sein geglaubt hast. Ja. Der Mensch, der du zu sein geglaubt hast, jetzt müssen wir wieder sagen, Mensch, reden wir von einem Adam, von einem Gotteskind oder von einem Enosch? Enosch heißt ja nicht umsonst ein sterblicher Mensch, ein vergänglicher Mensch. Das ist kein Adam, ein Adam ist ewig gleich Gott. Ich habe das ganz klipp und klar gesagt als Jesus. Da steht geschrieben hier, dass wir Gotteskinder sind. Wenn ich dann sage, ich bin ein Gottessohn, betreibe ich Blasphemie? Ja, kenne ich. Aber man muss immer wieder zuerst einmal wissen, dass ich nicht von den Tropfennasen abrede. Schau, jetzt, wenn du dir voll bewusst bist, muss dir klar sein, was ist jetzt da? Du hast zwei Darstellungen in deinem Kopf. Wir werden genauer darauf eingehen. Wenn ich jetzt Kopf meine, dein körperlicher Kopf, den du dir ausdenkst, ist nicht der Kopf, von dem ich rede. Ich meine dieses Beroshit. Dieses Symbol, inmitten dieses Kopfes, wird Himmel und Erde erschaffen. Und zwar immer nur dann, wenn du es dir denkst, und die werden so sein, wie du dir denkst. Wenn du dir denkst, die Erde ist eine Scheibe, dann ist es eine Scheibe, und wenn du dir denkst, es ist eine Kugel, ist es eine Kugel. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist, und das bestimmt der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und den konntest du dir nicht raussuchen, das ist der Schwamminhalt. Du merkst, wie umso mehr du das verstehst, wie klar das alles ist. Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild. Es geht überhaupt nicht darum, deine Traumwelt zu retten zu wollen. Ich sage immer wieder, das klingt so herzlos, wenn ich sage, die Menschen, die Menschheit, die du dir ausdenkst, geht mir vollkommen am Arsch vorbei. Das sind Schatten auf einer Leinwand, das sind Figuren in einem Traum. Mich interessiert nur der Geist, der träumt. Du musst deine die Menschheit beglücken, dass die Welt besser wird. Das ist ein Führerscheinprüfungsbogen. Man kann sich die Fehler dazu, dass du das erkennst. Und jetzt kommen wir wieder zu deinem Problem. Wenn du jetzt beobachtest, wie die Heidemarie reinverstanden ist, okay, dann ist es ein Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Du hast an der nichts zu verändern, weil du ja was anders bist, auch wenn du die Rolle zurzeit spielst, okay, sondern du machst ein Kreuzchen, dass du das jetzt erkannt hast, und dann blätterst du um. Dann ist
der Fehler behoben, verstehst du, der ist erkannt. Der wird zwar dann immer noch die Heide Marie als Kontrast ab und zu nicht einverstanden sein, aber du merkst, es heilt sich von selber, wenn du es durchschaut hast, weil du die Sinnlosigkeit erkannt hast. Ich sage immer wieder, selbst Sinnlosigkeiten, zum Beispiel Ärger, die Erscheinungen, die in dir auftauchen, sind fast einmal alle wertfrei. Es gibt keinen guten und keinen schlechten Film, wenn du jetzt, reden wir mal normal. Das entsteht erst durch das Wertesystem des Beobachters. Lass uns doch einmal hier über Essen diskutieren. Und ich sage immer wieder, es gibt kein Buch, es gibt keine Lehre, die du mir zeigst, wo ich dir mit einem Buch zeige, wo das genaue Gegenteil behauptet. Die sagen, habe ich alle Indus, ja. Es geht bloß in die Diät, es gibt welche, du musst Milchprodukte essen, andere sagen, Milchprodukte sind total schädlich, die anderen sagen, du darfst kein Fleisch essen, die anderen sagen, du brauchst Fleisch, du bist ein Säugetier, Medizin. Und jeder bringt dir ein Buch, wo was drinsteht. Den Scheiß habe ich erlebt. Die haben alle recht, aber nur ein bisschen, die wissen nicht, was die Tasse ist. Du weißt jetzt, was ich damit meine. Ja, ja. Verstehst du, das sind die Menschen, die streiten, eine behauptet, Sonnenschein ist Wetter und andere sagt, nein, Regen ist Wetter, dann kommt wieder einer, sagt, nein, Schnee ist Wetter. Ich sag, merkt ihr denn nicht, dass ihr vom selben redet, auch wenn ihr von unterschiedlichen Sachen redet, die sich widersprechen. Wir reden von einer höheren geistigen Ebene. Das ist das, mit Holophilen sag ich dir mit was richtig und verkehrt ist, und ihr sagt dir, was du selbst bist und wie du funktionierst. Und jetzt ist es, wenn du eine Rolle spielst, ich erwähne das so oft, wenn du ein Schauspieler bist, musst du wissen, dass auch hier wieder Unterschiede sind. Wenn du zum Beispiel hier auf ein Schauspielhaus gehst und du spielst jetzt den Hamlet oder den Faust oder den Mephisto, dann spielst du einfach die Rolle. Du spielst zurzeit die Rolle der Heiligen Marie und du lernst immer mehr diesen Charakter kennen, den du spielst. Den durchschaust du, aber du musst wissen, dass du was anders bist wie dieser Charakter. Das ist der Sinn des Lebens. Und du sollst auch nichts verändern wollen. Verstehst du, das ist doch schon wieder, immer wieder das Anstreben eines einseitigen Ziels. Du bist krank und du willst gesund sein. Du wirst nicht geliebt, du willst geliebt werden. Du bist dick und du willst schlank sein. Egal was es ist, du willst nicht heil sein. Du willst immer nur eine Seite einer Gedankenwelt, wo es das eine ohne das andere nicht gibt. Pass auf, ich mache mal hier von vorne weg. Wir machen einmal eine Polarität, eine Welle, die steht immer gleichzeitig. Du schaust aber immer bloß eine Seite an. Und dann machen wir jetzt einmal die Welle, machen wir, den Wellenberg nennen wir alles, was dir zurzeit unheimlich wichtig ist, dass du am liebsten ewig besitzen und behalten möchtest. Damit entsteht im selben Moment was, was du loshaben willst, was dich ankotzt, was dich total nervt. Das ist die Welle, die auftaucht. Wenn du jetzt an Dinge denkst, die du loshaben willst, muss dir eins klar sein. Diese Wellenseite kriegst du nur los, wenn du im selben Moment, wenn der Wellenberg zusammenfällt, wenn du das, was dir wichtig ist, auch opferst. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Du kannst kein Glück erleben, wenn du im selben Moment im Hintergrund leidest. Es gibt keinen Sonnenschein ohne Regen. Denk an mein altes Beispiel Frieden und Krieg. Eine Welt, wo nur die Sonne scheint, ist einseitig, die wird kaputt gehen. Lebendigkeit braucht beides. Was du kannst die Qualitäten verändern, dass du den Sinn drin siehst. Krieg ist nur ein sehr brutales Wort für Zerstörung. Wurde der Säugling nicht zerstört, ist es nicht unheimlich wichtig gewesen, dass das ein Schulkind wird? Wurde das Schulkind nicht zerstört, wenn das erwachsen wird? Ist es nicht eine ständige Wandlung? Muss dir klar sein, dass die jetzt von dir ausgedachte Körper der Heiligen Marie zerstört werden muss, dass du ein Geist wirst? Wird die Raupe nicht zerstört, wenn sie zum Schmetterling wird? Du bist ein, lebst zurzeit in einer Raupenwelt und in dem Moment, wo du das einer normalen Raube erzählst, dann sagen die alle zu dir, hey Heide Marie, du fängst zum Spinner an, hör auf damit. Ja, was, wo das hinführt? Sagst du mal, weil die Raube vernichtet, aber du erhebst dich in eine höhere Bewusstseinsebene. Und bist du nicht als Erwachsene immer noch derselbe Geist wie mit dem Kinderkörper, bloß mit mehr Wissen? Das, was hier passiert, ist durch diese Metamorphose, ist was passiert. Man nennt es in der Esoterik die Transformation. Du verlierst dein Ich nicht. Du hattest dein Ich dein ganzes Leben. Du kriegst bloß mehr Bewusstsein. Und es geht jetzt nicht darum, dass du wieder irgendeinen Gedanken von dir, das heißt irgendeinem Menschen, der in dir in Erscheinung tritt, dass du dem das erklärst,
In den Offenbarungen sage ich, dass Menschen, die andere Menschen missionieren wollen, ihren Glauben aufzwingen wollen, die müssen sich in ihrem Glauben noch sehr unwohl fühlen oder unsicher fühlen, weil sie eigentlich die Bestätigung von einem anderen haben wollen. Das ist der wahre Grund. Verstehst du, das, was ist, ist das, was ist. Ob das jetzt die Menschen um dich herum glauben oder nicht glauben, da wirst du irgendwann einmal die Gleichung, wenn du sagst, das sind Ignosfiguren in meinem Traum. Das klingt wieder so herzlos, das sind meine Gedankenwelt, die tauchen in mir auf und die fallen wieder in mich rein. Ich weiß, dass das Einzige, was immer ist, bin ich. Das ist das rote Ich. Und das beginnt das Spiel mit Ich bin du. Das ist die Integration in ein höheres Bewusstsein. Und das ist ein ganz intimer Akt. Darum sage ich immer wieder, was ich erwähne jetzt, jetzt werde ich wieder mal raumzeitlich für dich zum Reden. Ich habe als Udo noch nie eine Internetseite gehabt und ich habe noch nie als Udo zu jemandem gesagt, dass er eine Internetseite machen, weil das würde ja im Widerspruch stehen zu dem, was ich dir jetzt erkläre. Ich habe nicht das Bedürfnis, meinen Gedanken zu erklären, dass die nur deshalb existieren, weil ich sie jetzt denke. Das würde ja so ausschauen, als wenn ich Gott wäre. Es ist so. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ich muss erst einmal begreifen, was ich selbst bin. Und das, was ich jetzt hier mache, dass ich dich teilhaben lasse, wenn du in der unteren Ebene, wo ich sage, wenn ich wiedergeboren werde, ich werde wiedergeboren in deinem Geist, der Udo ist jetzt bloß eine Figur in einem Traum, und jetzt gehen wir ganz real, wir gehen jetzt einmal wirkliche Fakten anschauen. Du schaust jetzt einmal, was du an Informationen vorliegen hast. Du hast zwei Sachen, Heide Marie. Du hast einmal, hast du Bilder in deinem Kopf, die sind feinstofflich, die sind bloß Gedanken. Dir muss klar sein, dass der Mensch Udo, den du dir jetzt ausdenkst, dass der jetzt erst einmal nur ein Gedanke ist. Dann hast du als zweites das, was du real nennst, was du ein Leben lang geglaubt hast, dass das unabhängig von dir da außen auch dann existiert, wenn du nicht dran denkst. Das ist ein blinder Glaube. Das als bewiesen anzusehen, wenn du was denkst, ist es nicht da, und etwas überprüfen zu können, musst du es zumindest denken. Und den Udo, den du jetzt siehst, das ist eigentlich gar kein Udo, das ist ein Computerbildschirm. Das ist ein flaches Ding, das du anschaust, und da ist ein Bild drauf. Und dieses Bild illusioniere dir jetzt, dass da ein Mensch ist, aber das, was du anschaust, ist kein Mensch. Das, was du aufgrund des Bildes dir denkst, ist ein Gedanke. Der Udo, den du dir denkst, der ist in deinem Kopf, den du dir ausdenkst. Stimmt oder stimmt? Das ist das, was ist. Das gilt für jeden Namen, wenn du eine Zeitung liest oder ein Märchen liest. Da werden wir noch genauer drauf eingehen. Du hast eine Schrift vor dir, Worte vor dir, und du liest jetzt irgendwas. Und sobald es passiert, das kannst du beobachten, wenn du neben dir stehst, dass jedes Wort, wo du anschaust, spricht die Heilige Marie ein Wort, und im selben Moment entsteht eine Vorstellung, etwas, was du vor dich hinstellst, das aus dem Wort entsteht. Interessant ist, dass wenn du ein Märchen liest und dir Gedanken darüber machst, ist in dir der Glaube, dass die Bilder, die Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, die Geschichten, nie da außen passiert sind, weil es ja nur Märchengeschichten sind. Was passiert, wenn du eine Zeitung lesen wirst oder ein Geschichtsbuch, ein offizielles? Da ist irgendwas in dir drin, weil du so programmiert bist, dass du dir einredest, das ist jetzt da aus, das war in der Vergangenheit so. Das ist das Einzige, was du zu durchschauen hast. Und darüber diskutiere ich nicht mit einem trockenen Nasen ab. Das ist ein Geschenk, das ich dir gebe. Ein riesengroßes Geschenk. Ich will dir doch nur die Angst nehmen. Und du wirst erst dann angstfrei sein, wenn du begreifst, dass du was bist, was man nicht denken kann. Dieses absolute Nichts, das Nichtdenkbare. Nichts kann nicht zerstört werden. Ich erkläre dir gerade, dass du ewig bist. Und nicht das Geschwätz mit einer Seele, die überlebt. Auch eine Seele ist nur dann da, wenn du an eine Seele denkst. Das ist schon wieder was Ausgedachtes. Wie ich sage, selbst ein Gott, den du dir ausdenkst, ist ein Geschöpf, eine Vorstellung von dir. So beginnt das Spiel ja mit, mach dir kein Bild von El Hayon. Mhm. Von Gott. Also nur der Geist überlebt. Richtig, weil der nichts ist. Nur nichts kann ewig sein. Was jetzt nicht heißt, dass es nicht ist. Es ist nur etwas, was nicht gedacht werden kann. Ja. Ich sage immer wieder, es kann gewusst werden, was das ist. Aber nur vom Geist. Ein Gedanke von dir wird es niemals wissen. Und die Heilige Marie ist auch bloß ein Gedanke von dir. Und Udo ist auch bloß ein Gedanke von dir. Darum sage ich jetzt immer wieder, du bist ein Geist, jetzt symbolisiert etwas, was nicht gedacht werden kann, und der träumt. Und du träumst jetzt dieses Gespräch zwischen Heilige Marie und zwischen Udo. Wobei du sehr intensiv zurzeit es nur aus der Perspektive der Heide Marie siehst. Und ich sage immer wieder, ich erkläre es jetzt nicht der Heide Marie, die du dir ausdenkst. Und es ist nicht der Udo, den du dir ausdenkst. Es ist ein Gespräch zwischen Jesus und seinem Lamm.
Verstehst du das? Die rote Ebene. Ich, OB, erkläre es diesem Unbewusstsein. Aber ich kann nur mit dir reden, wenn ich in deinem Traum in Erscheinung reden kann, weil du bloß immer von oben nach unten sehen kannst, aber nicht von unten nach oben. Damit steckt, da ist alles gesaugt dafür. Und alles, nein, alles, was entsteht, was wir immer mehr merken, entsteht durch Ego, durch einseitige, geistlose Rechthaberei. Und das ist ein Fehler, da läuft nichts verkehrt. Du wirst von mir nie hören, dass irgendwas in dir auftaucht, was ich nicht gewollt hätte. Wichtig ist nicht das, was in dir auftaucht, sondern du musst dann Fokus verlagern auf dieses Wertesystem, Heidemarie. Das hast du zu durchschauen, diesen Charakter hast du zu durchschauen. Aber nicht zu kritisieren oder zu verändern. Das ist der Satz, den ich immer wieder sage, ich habe nicht das Bedürfnis, dass ich der Wolf, der Rotkäppchens Mutter aufgefressen hat, dass ich dem Vorwurf, dass er das macht, der kann doch gar nicht anders sein, wie ich ihn in die Geschichte hinein erschaffen habe. Was ist die Metapher? Was soll mir das sagen? Was soll ich davon lernen? Du hast hier und jetzt zu lernen, dich über nicht zu niemandem aufzuregen und von nichts Angst zu haben. Und das sage ich zu dem Geist, der mir jetzt zuhört. Und nicht zu der Heide Marie, die du dir ausdenkst. Ich unterhalte mich doch nicht mit deinen Gedanken, sondern mit dem, der sich das ausdenkt. Das ist ein kleiner Schritt, ein ganz kleiner Schritt, der verändert alles. Das ist was Intimes. Es geht, wie gesagt, was am Rande nicht läuft, du wirst merken, dass wenn das in dir wächst, wenn ganz wenige Menschen auftauchen, ich habe so oft, wenn du Selbstgespräche anhörst, da fallen ja immer so eine Handvoll Namen. Donis, der Redo, die Diana, was da in den Selbstgesprächen auftaucht. Du musst wissen, es sind auch Gedanken von dir. Du bist immer nicht diese Gedanken. Aber was jetzt passiert, weil es in dir langsam dämmert, das immer wieder vorm Spiegel und hinterm Spiegel. Du bist das Subjekt. Wachsen jetzt langsam offensichtliche Bewusstsein heraus, wobei die Gedanken niemals das Bewusstsein sind, sondern jetzt fängst du an, langsam dich zu realisieren. Deine Erkenntnis sich zu realisieren. Und das geht ganz langsam. Zeit spielt in unserem Spiel überhaupt keine Rolle. Das ist das Irre an Holo-Feeling, dass überhaupt nicht darum geht, irgendwas zu verändern. Es verändert sich, wenn du aufhörst, was verändern zu wollen. Und solange du was mit dem Heidemarie-Charakter verändern, das musst du jetzt erst einmal bewusst sein, dass das Ego der Heidemarie immer Einseitigkeiten ansteht. Das ist, wo ich sage, alle von dir ausgedachten Weltverbesserer streben eine Einseitigkeit an. Das ist das Hinken. Ich werde dir das noch genauer erklären. Und es wird immer wieder sich ausgleichen wollen. Alles, was die Menschen, sie wollen immer das, was sie nicht haben. Wenn du hungrig bist, wirst du satt sein. Wenn du überfressen bist, sehnst du dich wieder danach, dass der Morgen wird. Jetzt kannst du zum Beispiel sagen, ja, aber wenn doch Frieden ist, sehnt sich doch keiner nach Krieg. Aber dann hast du das nächste Problem. Wenn nur Frieden ist, ist wie wenn nur die Sonne scheint, dann wird alles austrocknen. Es würde keine Veränderung, kein Wachstum mehr geben. In der Neo-Apokalypse, im Selbstgespräch heißt es, Lebendigkeit, geistliches Wachstum, Wachwerden, ist ständige Gestaltveränderung. Und eine wirkliche Gestaltveränderung, jetzt wird plötzlich auch der von dir ausgedachte Tierschutz. Es ist eine Evolution, ein Kommen und Gehen von Formen, ein ständiges Umwandeln und Wachstum. Das heißt, sobald du wieder was nicht hergehen willst, dass Tiere nicht aussterben, hinderst du die Evolution. Es ist die Evolution, das Wort Evolution heißt Exfolgere, heißt wirklich übersetzt herausrollen, hat nichts damit zu tun, dass du wieder von dir ausgedacht, was von der Vergangenheit in die Zukunft ist. Da kannst du ein Zeitfenster aufspannen, das werde ich dir genauer erklären. Aber es passiert immer jetzt. Verstehst du? Und was du festhältst, was du so lange wiederholt, bis du durchschaut hast, bis du das durchschaut hast, und dann ist es abgehakt, hier Führerscheinprüfungsbogen, Fehler, und dann blätterst du um, und dann ist er vom Tisch. Wenn du mal die ganzen politischen und religiösen Rechthaber in deiner Traumwelt durchschaust, das sind die zwar immer noch da, aber nur noch ein Hintergrund, den du ja brauchst. Du brauchst ja den Kontrast. Es gibt ja keine Guten, wenn es keine Kranken gibt. Es gibt kein Oben ohne Unten. Aber es ist jetzt wirklich nur noch der Hintergrund. Ja. Der nötige Kontrast. Das ist ganz simpel. Das ist das einfache Prinzip, was ich damit würde aufhängen, mache, wie das Computerprogramm funktioniert. Das würde ich auch immer interessieren, wenn du die Reife hast. Ich sage immer wieder, ich lerne jetzt erst einmal, wenn du das erste Mal an einem Computer sitzt, geht es nur darum, wie schalte ich das ein, wie kann ich das Bildchen abrufen, wie kann ich einen Brief schreiben. Dass da natürlich im Hintergrund ein riesen Komplex abläuft, der muss dich erst einmal gar nicht interessieren. Das ist, wenn ich wieder aufwäche, das ist in dem, lass ich dir parallel laufen, dass du merkst, dass du eingebettet bist in eine unendliche Harmonie. Der Kosmos, Kosmos heißt nur Ordnung. Der göttliche Kosmos ist perfekt.
Und Universum ist das Uneinsgekehrte. Wenn du bei dem Wort Universum dir bis jetzt um dich herum 200 Milliarden Sterne ausgedacht hast, das ist nicht das Universum, das ist einer von unendlich vielen Möglichkeiten, die du dir ausdenken kannst, aus diesem Uni, aus dem einen heraus. Ja. Das ist so, das Ding ist ein komplett anderes Weltbild. Da löst du dich, dass du auch begreifst, dass du kein Trockennasenaffe bist. Du bist der Geist, der sich ein Trockennasenaffe ausdenkt. Also da fehlt dann immer das Bewusstsein. Es wächst und wächst und wächst, und Bewusstsein ist nicht intellektuelles Wissen. Bewusstsein ist die Energie. Und ich sage immer wieder, so wie dein Computer ein Programm braucht, dass du Bilder machen kannst. Und die Bilder, die du siehst, die stehen und fallen mit dem Programm und den Daten. Und du hast zurzeit, als Programm hast du den Intellekt von der Heidemarie. Das ist das Leben, dieses Buch, das du durchlebst, wie ein Film, wie wenn du dir einen Film anschaust. In dem Computer können aber noch tausend andere Filme auch laufen, wenn du andere Daten benutzt. Jetzt merkst du schon als Beobachter, dass du hier dich fragen kannst, wie würde der jetzt das sehen? Wie würde der das sehen? Weißt du, wenn du jetzt nur in einen Bekanntenkreis gehst, wir sagen mal, wir denken uns jetzt einmal Menschen, blaue Ichs aus, die du ziemlich lang schon beobachtet hast, kennst, da bin ich jetzt gedacht, und da weißt du ganz genau, wenn du den Bekannten von dir mit dem Thema konfrontierst, wird er so reagieren und er wird so reagieren, das heißt, du merkst schon, wie vielfältig diese Interpretationssysteme sind. Was ich dir jetzt erkläre, hat nichts damit zu tun, dass man jetzt den Kopf zerbrechen, ob der recht hat oder nicht recht hat. Du stellst halt fest, der resoniert auf dieses Thema so, der reagiert auf das Thema überhaupt nicht, der hat zu dem Thema die Einstellung, da kann man mit denen überhaupt nicht drüber diskutieren, weil er weiß ja, was richtig ist. Merkst du, das ist es, das wird hochinteressant, das nenne ich dir hingucken. Ein Tierforscher will die Tiere nicht verändern. Aber du willst die Heidemarie verändern. Das ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten. Du musst erst einmal was vollkommen Neues werden. Das ist die Verwandlung. Du verwandelst dich nicht als Heidemarie, wenn du permanent meinst, du müsstest dich besser machen. Das ist dein Problem. Du musst der werden, der die Heidemarie beobachtet. Dann bist du was vollkommen Neues geworden. Deswegen läuft das Heidemarie-Leben ganz nebenbei noch weiter. Aber du kriegst einen riesen Abstand zu dem, was du dein Leben lang zu sein geglaubt hast, weil du immer mehr erkennst, dass die Heidemarie, die du dir jetzt ausdenkst, genauso ein Gedanke ist wie den Uro, den du dir jetzt ausdenkst. Aber wieso ich dann jeden Morgen als Heidemarie wach? Weil in dir noch massiv der Glaube ist, bloß die Heidemarie zu sein und alles andere nicht zu sein. Und das, was du, umso mehr du das durchschaust, umso mehr löst dich das von selbst. Also dann, wenn ich das, der Beobachter bin und jetzt das mitkriege, so akzeptiere, ja gut, bisher habe ich es nicht. Es kommt von alleine. Lass dich einfach überraschen. Gut. Jeden Weg weiter, der eh schon gegangen ist. Das ist das Schöne. Was muss der Raube tun, dass er Schmetterling war? Kannst du es aufhalten? Meinst du, dass ich in dir aufgetaucht wäre, wenn du mir nicht richtig wärst? Und du weißt, wir hatten das Thema, wenn du jetzt zurückblätterst. Nach einer anfänglichen Begeisterung mit den Ohrenbohrungen bist du voll wieder reingeglitscht in eine andere Schiene. Stimmt. Das tut nichts zur Sache. Ich bringe meine Schäfchen trotzdem heim. Ich habe alle Zeit der Welt. Alles klar? Alles klar. Danke, lieber Bruder. Ciao.